Na Edgar, kannst du dir vorstellen, wie ich als Julia Beautix verkleidet durch die Prärie laufe und ihren Song auf Sächsisch performe? Aber warte, es kommt noch besser, Edgar. Kannst du dir vorstellen, wie mein ganzer Körper voll mit Fingerfarbe und Honig und Stroh ist? Aber warte, jetzt kommt das Krasseste. Kannst du dir vorstellen, wie ich mit einem kleinen Babylaufrad über eine riesige Rampe drüber fahre? Ja, ich weiß, voll krass. Also Edgar ist auf jeden Fall schon mal hyped und deswegen würde ich sagen, solltet ihr das auch mal ganz dringend sein, denn jetzt kommt ein Trau-Dich-Joey, was es so sehr in sich hat, wie ihr es euch nicht vorstellen könnt. Ich weiß nicht mehr, wann ich so sehr gelitten habe wie in den letzten 2 Tagen und das hier war mein einziger Lichtblick in der Zeit, weil ich so sehr leiden musste. Okay, so schlimm war es jetzt auch nicht. Edgar hat gerade gesagt, dieses Video entsteht in Kooperation mit Sony Pictures und am Ende passiert irgendwas Krasses, was ich euch sagen werde und ihr denkt euch so, wow, also müsstet ihr ganz dringend bis zum Ende dranbleiben. Auf jeden Fall wird das hier eines der bescheuertsten Trau-Dich-Joeys, die ihr je in eurem Leben gesehen habt und ich spanne euch jetzt nicht länger auf die Folter und deswegen würde ich sagen, let's go mit dem Video, woo! Mach eine Modenschau mit deinem neuen Welpen und lass dann Emmy und Oma Joe beurteilen, ob du gut genug warst. Wenn nicht, wirst du mit Schleim übergossen. Hallo meine lieben Damen und Herren, hier spricht mal wieder ihre Lieblingsmoderatorin Marianne Marjansen und damit herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Germany's Next Tiermodel, woo! Na, schmeckt scheiße. Oh, sorry. mein Mikrofon ist essbar. So, und jetzt erstmal ein kleines Vorwort an die kleine die diese Aufgabe geschrieben hat. Ich, Marianne Marjansen, war schon immer festes Jurymitglied von Germany's Next Tiermodel und du hast mich einfach ausgelassen. Der hier ist für dich. Aber nun weiter im Programm. Emmy und Oma Joe haben leider tierischen Durchfall und sind deswegen verhindert. Heute ist jemand anderes in der Jury als Ersatz und zwar die großartige Jacqueline Letizia Müller. Jacqueline Letizia Müller ist den weiten Weg aus Mailand angereist, um sich heute als neues Mitglied in der GNTM-Jury zu beweisen. Auch heute trägt die weltbekannte Modedesignerin wieder die neueste Haute Couture. Meiner Meinung nach ja voll für die Mülltonne, aber okay. Dafür, dass die gute Jacqueline so einen Asi-Namen hat, lässt sie ziemlich krass raushängen, wie geil sie sich doch findet. Aber das kriegen wir auch noch hin. Hi, sorry, liebe. Aber du sitzt auf meinem Platz. Kannst du mal bitte gehen? Ne. Ich sag's dir noch einmal. Du gehst jetzt bitte, sonst schubse ich dich darunter, okay? Ne. So, halt's mir. Unser heutiger großer Gast nennt sich Uschi. Uschi hat gerade super süße Welpen und mit einem von diesen Welpen möchte sie uns eine Modenschau präsentieren. Wird Uschi die Modenschau in den Augen der Jury nicht bestehen, kriegt sie einen Haufen Schleim über den Kopf. Ich freue mich schon, aber jetzt würde ich sagen, Uschi, der Catwalk gehört dir. Die lassen wir auf keinen Fall weiter, okay? Nee. Weißt du was, Jacqueline? Was? Ich hatte heute Morgen einen tierischen Durchfall. Wie lange will die das nochmal, Jacqueline? Wie dämlich das aussieht, wie sie da in dem Feld sitzt und denkt, sie wäre cool. Ich hab die voll angerotzt gerade. Was wollen wir ihr jetzt eigentlich sagen? Ich meine, sie kann nicht weiterkommen. Ja, einfach, dass es scheiße war. Okay, sie kommt. Okay. Willst du es sagen? Sag du es. Hi, und wie war ich? Hi, meine Liebe. Wir dachten schon, das hört nie auf mit deinem blöden Rumgehampel. Du hast dir auf jeden Fall sehr, sehr viel Mühe gegeben und ich sag da auch mal was. Ja, es war echt scheiße. Ja, sorry, Girl, aber du kannst wieder gehen. So, meine Lieben, das war's dann auch schon wieder mit Germany's Next Tiermodel. Wir würden sagen, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, wir bewerten jemanden, der absolut nichts kann. Ciao, Leute, wir sind raus. Ich verstehe es einfach nicht. Ich war doch so gut. Es ist einfach unglaublich. Nein, nein. Ich hab gar nichts ins Gesicht bekommen. Oh mein Gott. Wieder mal. Boah. So, kann ich jetzt bitte gehen? Das ist echt... Oh. Das ging richtig in die Nasenlöcher rein. Ich spreche den Adler Jerry im Kinofilm von Angry Birds 2, der Film. Aber bist du auch so flugtauglich wie ein Adler? Schnapp dir ein Adlerkostüm und schwing dich in einer Body-Flying-Location in die Lüfte. Packst du das? Okay, Leute, es ist raus. Ich habe in Angry Birds 2 eine Synchronrolle übernommen und ich habe mich so sehr darüber gefreut, endlich so eine Erfahrung machen zu können. Hey, Jerry! Ja? Komm her! Guck mal! Was gibt's? Da steht, alles ist normal. Ihr wisst, wie viele Sachen ich in meinen Videos sonst immer synchronisiere? Dementsprechend war es für mich eine riesen Ehre, das Ganze machen zu dürfen. Und deswegen vielen, vielen Dank an Sony Pictures für die Möglichkeit. Aber jetzt würde ich sagen, ich schwing mich jetzt erstmal in so eine komische Flugröhre. Ich habe richtig Angst, ich habe sowas noch nie in meinem Leben gemacht. Let's go!
einer Skala von 1 bis 10. Wie große Angst hast du? Also noch sind es 5. Also Leute, ich muss euch leider enttäuschen. Ich habe leider kein Arthur-Kostüm gefunden, aber dafür habe ich Red von Angry Birds gefunden als Kostüm. Das heißt, das ist doch bestimmt auch cool, oder? Mir wurde gerade gesagt, das Ding könnte zerfetzt werden in dem Teil. Scheiße. Mach eine Parodie auf Sächsisch von Julia Butix Songs! Ich sitz hier draußen im Halbschatten, der Sonne wärmt einen leichten Wind. Mir wird klar, dass ich kaum Zeit hatte und werde guten Leute sind. Könnte eigentlich kaum besser sein. Doch Fluch geht heute nach Paris. Doch warum fühl ich mich irgendwie allein, irgendwie alleine hier? Ich hab in 1000 Clubs bis morgens getanzt, bin viele Wege schön gegangen. Ich hab Millionen kleine Pfeife gepflanzt. Doch komm wieder, komm wieder. Kletter auf einen Baum und jongliere mit Butter. Wenn du eine Butter fallen lässt, musst du in Unterwäsche tanzen und danach in einen Fluss springen, in dem du dich mit Shampoo wäschst. Okay Leute, das Ding ist, Emilia hat mir letztens gezeigt, wie man jongliert, denn komischerweise kann sie das. Ich kann es eigentlich nicht, deswegen weiß ich eh schon, dass ich gleich im Fluss baden muss, aber man kann es ja wenigstens mal versuchen, ne? Ich hab Angst. Ach, ist doch für eine Arsch, ey, ja komm. Ich weiß nicht, ob mir das gerade ein bisschen zu peinlich ist. Aber ich fühl's langsam. Ich will aber nicht wissen, wie es aussieht. Können wir das jetzt einfach hier an dieser Stelle cutten und nie wieder drüber reden, Emilie? Okay, Emilie, reicht! Okay Leute, wir haben hier leider keinen See, aber wir haben einen ekligen alten Abwasserfluss. Ich werde da jetzt reingehen, ich werde sie durchziehen. Ich glaube, wir haben den Tiefpunkt meiner Videos erreicht, aber ich mache das jetzt. Wenn das eure Aufgabe ist, mache ich das jetzt. Oh, stinkt. Das ist eigentlich ganz weich. Die ganzen Algen und so. Oh, mein Arsch ist nass. Oh, ist das kalt. Emilie, das ist das Erniedrigendste, was ich jemals in einem Video machen musste, ich schwöre. Oh, es riecht halt richtig nach Gülle. Oh, es stinkt so ekelhaft, ey. Erstmal Bilou. Oh, ist das schlimm. Und fühlst du dich schon sauber? Ey, ich fühle mich so sauber. Riecht zwar ein bisschen nach Abwasser, aber sonst supi. Das mache ich immer so. Jeden zweiten Tag. Dann komme ich hier erstmal. Ich hab's im Mund. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich brauche Handtuch. Schnell, schnell, gib her. Komm mit einem Laufrad über eine Rampe und du musst wohl drüber springen. Mit einem Superman-Kostüm. Leute, wir haben uns jetzt gerade hier versammelt. Ich bin hier mal wieder mit Brownie. Sie wird mir helfen, das Ganze zu meistern. Ich habe extra ein scheiß Laufrad gekauft, weil das Inhalt der Aufgabe ist. Sowas ist ein Laufrad. Wisst ihr, wie klein das ist? Ich werde mir alle beide Hoden brechen damit. Und ich habe kein Superman-Kostüm gefunden, aber ein Indiana-Jones-Kostüm, das geht auch. Wir müssen erstmal probieren, ob ich überhaupt auf diesem Ding über die Rampe fahren kann. Und danach werde ich über diese tolle Paket fahren. Über diese tolle Paket. Let's go. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Shit, ey, ich hab richtig Panik, aber das klappt. Oh, oh mein Gott, wir haben's. Aber ich glaube, ich trau's mir nicht, über dieses Paket zu springen, weil ich's dann kaputt mache. Das hier ist ein Fanpost-Paket. Ich glaube, wenn ich drüber gefahren bin, ist es geöffnet. Let's go. Schnell, schnell, schnell. Oh.
Mann, Emilia! Oh, oh, mir tut die linke Arschbacke weh. Oh, mein Arsch. Oh, das war voll scheiße. Komm, noch einmal drüber. Oh, ich kann nicht mehr. Ein letztes Mal schaffen wir noch. Letzter Versuch. Jetzt geht's besser. Okay, okay. Oh, wow! Wow, wir haben es geschafft, Emilia! Das war voll geil! Woo! Falls du ziemlich sehr unter den Füßen kitzlig bist, mit Leberwurst oder so einschmieren und von Bummel schön abschlecken lassen. Leute, Joey's Jungle macht keine halben Sachen. Ich habe gleich 4 Hunde organisiert und zwar die süßesten Hunde, die ihr euch nur vorstellen könnt. Oh mein Gott, sind die süß! So, Emil, du darfst mir jetzt erstmal schön hier meine schönen Füße mit Leberwurst einschmieren. Das ist ganz wichtig. Okay. Sieht man das? Ist alles runter. Schnell, die fressen es schon, sonst haben sie keinen Hunger mehr. Oh mein Gott, so wie die sich draufstürzen. Du hättest es auch mit den Händen verschmieren und so. Schnell da, Leberwurst auf dem Kissen. Anfassen. Du fasst das jetzt an. Kannst du das? Ich habe den Fuß extra gewaschen und abgeschabt. Okay, jetzt mach. Wirklich? Oh, sie beißen so ein bisschen auch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber sie sind voll liebevoll, sie beißen gar nicht. Au, oh, das hat gebissen. Aber ist auf jeden Fall nicht kitzlig, Leute. Ich muss euch leider enttäuschen. Oh. Siehst du das? Sind die bösartig? Au, 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 erst am Zeh. Die haben keine genau. Au! Oh, langsam haben die halt auch alle so richtig spitze Zähne. Oh mein Gott, das ist echt kitzlig gerade. Oh shit, oh shit, oh shit. Die Hunde lecken mir Leberwurst vom Fuß. Zwei meiner Zähne stecken komplett in einem. Au! In einem Hundemund. Okay, Leute, ich glaube, ihr habt es geschafft. Es ist nichts mehr dran. Kommt her, meine Süßen. Dafür kriegt ihr jetzt einen Schmatzer von mir. Du malst deinen kompletten Körper mit Fingerfarbe an, dann gießt du dir Honig über den Kopf, bedeckst dich dann noch mit Heu und dann läufst du so über den Hof. Hehe, viel Spaß. Leute, ich sag euch eine Sache, eure Aufgaben werden immer bekloppter, aber wisst ihr was? Ich auch, deswegen mach ich die ganze Scheiße mit. Okay, Emilia, verwandel mich in ein lebendes Kunstwerk. Was soll ich jetzt hier mit meinem Arm machen, bitte? Soll ich den hier machen? Dann kommt der schöne Zwiebelgeruch genau in dein Gesicht. Nee. Oha, die deckt ja richtig. Aber malst du bitte wirklich ein hübsches Kunstwerk? Ja. Irgendwie fühlt sich das echt komisch an, mich von dir halbnackt bemalen zu lassen. Ich glaube, das ist so ein richtiges Fetischvideo. Nein, nicht sogar meinen Nippel. Oh, hier kitzelt's gerade. Oh, hier kitzelt's gerade richtig. Ja? Oh ja. Was ich hab denn? Grad vorhin in deine Nase geguckt und einen Pupel gesehen. Oh, warte, den muss ich noch rausholen. Oh, oh nee, Emilia. Ja, das weg. Brennt. Wohin das brennt voll auf den Lippen. Oh, das brennt so doll. Oh. Au, nicht so grob über den Nippel. Der ist. mir brennt die Fresse, Emilia. Ich sehe aus, als hätte ich so ein Frauen-T-Shirt mit super Ausschnitt an. Was ist denn jetzt? Oh, ich sehe aus wie eine Krankheit. Wir kommen zu Teil 2 dieser Aufgabe. Und zwar werde ich jetzt komplett mit ollem, ekligen Honig bekleckert, den man nicht mehr essen will, weil der schon uralt ist. Let's go. Mir, ich bin gerade so richtig am Ende. Ich habe keine Lust mehr. Das wird jetzt schön nass. Oh nee, Mir, ich mag nicht. Wie soll ich das jemals aus meinen Haaren wieder rauskriegen? Das läuft richtig das Gesicht runter. Ich fühle mich wie eine Biene. Caitlin, komm mal her, leiste mir mal bitte Gesellschaft. Die hört einfach so gar nicht. Oh, Mir, ja. Ja, ich muss jetzt auch anfangen. Oh, Mir, das zieht voll meine armen Haare da. Wie das aussieht mit blauen Haaren auf meinem Bauch. Oh, Emilia, ich hasse dich so. Das kriegst du alles zurück. Ich fühle mich schon wieder so bescheuert gerade. Ich verstehe auch nicht den Sinn dieser Aufgabe. Ja, wir haben es, oder? Ich hoffe, du, die diese Aufgabe gestellt hat, bist jetzt zufrieden in deinem Leben. Mir juckt der ganze Körper. Es ist so eklig mit so viel klebendem Honig im Gesicht. Ich laufe jetzt hier einmal drüber und ich hoffe, ihr freut euch dann eures Lebens. Yeah, ich freue mich und laufe über den Hof. Emilia, oh, ich krieg's ins Auge. Oh. Au, 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 Emilia, au, 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 es ist im Auge drin. Au, 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 es ist im Auge, es ist im Auge, es ist im Auge. Ich mein's gerade tot, ernst, ich mach. Ja, ja, oh. Stopp. Warte mal, oh. Aua, das tut so weh. Oh. Sorry, Leute. Ich lass mich jetzt mal von Emilia mit dem Kärcher abduschen. Oh. Du bist Emilia, ich kann nicht mehr. Mach. Oh, es ist kalt. Oh, es ist kalt. Oh, geht's weg? Geht's weg? Oh, es ist kalt. Oh, es ist kalt. Oh, es ist schön. Oh, oh, das ist eiskalt hier. Oh, das zwiebelt schon ganz schön vor allem am Nippel. Nie wieder mache ich so eine Aufgabe, Leute. Ich schwöre auf mein Leben. Aha.
Edgar hat mir gerade gesagt, es reicht. Ich habe genug für dieses Video gelitten. Schluss, aus, basta! Wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch lachen musstet, dann gebt ihm auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ich würde mich übrigens auch sehr freuen, wenn ihr ab dem 19.09. ins Kino gehen würdet. Denn dann könnt ihr mich als Jerry den Adler im neuen Film Angry Birds 2, der Film, angucken. Und ich bin echt gespannt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auf jeden Fall an Sony Pictures. Es war wirklich eine Riesenehre, dass ich diese Synchronrolle übernehmen durfte. Und ja, ich übernehme auch gern mehr. Und ja, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt. Und dann würde ich auch schon wieder sagen, sehen wir uns bald wieder!